Hallo und herzlich willkommen bei Quacks. Heute zeige ich euch, wie man ein Luxus- oder Only-One-Einrad aufbaut. Jetzt habe ich die Teile mal ausgebreitet. Wir haben also Laufrad mit Reifen und Kurbel, die Gabel, Sattel und Sattelstütze und dann die kleinen Teile aus dem Karton, also im Einzelfall hier Sattelschnellspanner mit Schelle, linkes, rechtes Pedal, die Lagerschalen, Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben. Als erstes nehmen wir zum Beispiel das Laufrad und identifizieren, wo rechts und links ist. Auf der Innenseite der Kurbeln habt ihr dafür ein L und ein R eingestanzt. Seht ihr? Also hier zum Beispiel seht ihr das R. Das ist also die rechte Kurbel. Ebenso ist auf der Innenseite der Pedalachse ein L für links und ein R für rechts. Nun nehme ich das linke Pedal und schraube es in die linke Kurbel. Und zwar gegen den Uhrzeigersinn, also in Fahrtrichtung. Das ist beim Fahrrad und beim Einrad ein bisschen ungewöhnlich, aber dadurch wird verhindert, dass es sich von selbst losdreht, wenn man nachher fährt. Ich schraube das mit Gefühl vorsichtig erstmal mit der Hand rein und erst ganz am Ende mit dem 15er Maulschlüssel, damit ich das Gewinde auch nicht beschädige. So, jetzt mit dem 15er Maulschlüssel ordentlich festziehen und nach den ersten Fahrten bitte die Pedale und am besten auch gleich die Kurbel nochmal mit dem 8mm Imbus prüfen, ob sie noch fest sitzen. Und jetzt nehme ich das rechte Pedal, schraube es in die rechte Kurbel rein und zwar diesmal im Uhrzeigersinn auf der rechten Seite. Auch hier wieder, soweit es geht mit der Hand. Und ganz am Ende erst ziehe ich das Pedal mit einem 15er Maulschlüssel richtig fest. Und nun nehme ich die Einradgabel und setze die mit der Nut hier nach hinten auf das Einrad. Die Kurbel im Vordergrund ist also die linke Kurbel. Jetzt von unten hier drauf schauen, sehe ich, auch die Gabel hat in den Löchern für die Schrauben eine Nut. Und die Lagerschale auch. Die setze ich jetzt beide lose drauf und nehme jetzt die Schraube, die eine Nase hat, die genau in diese Nut reinkommt. Das heißt, die führe ich jetzt hier von unten, später ist es dann von oben, in das Schraubloch rein, halte die von unten mit dem Finger fest, dann kommt eine der Unterlegscheiben drauf und noch eine Mutter. Die drehe ich einfach jetzt mal so ein bisschen mit der Hand fest, soweit es geht. Und auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Also die Schraube mit der Nase in die Nut der Gabel rein. Mit dem Finger von unten festhalten, Unterlegscheibe und Mutter drauf und erstmal mit der Hand so weit festziehen, wie es geht. So, jetzt nehme ich die Quacks 10mm Ratsche, das ist das perfekte Werkzeug dafür. Ein 10mm Maulschlüssel geht auch, ist aber einfach ein bisschen mühsamer. Jetzt drücke ich von unten wieder schön die Nase in die Nut und dann kann ich die Ratsche ansetzen und die Mutter festziehen. Nicht ganz festziehen, weil die Lagerschale muss auf beiden Seiten ungefähr gleich stark auf festgezogen sein. Das heißt, ich ziehe erst eine Schraube ein bisschen an, dann die andere. Und wenn ich dann nachher von der Seite auf die Lagerschale drauf gucke, sollte der Spalt links und rechts ungefähr gleich groß sein. So wie jetzt hier zum Beispiel links und rechts ungefähr gleich. Dasselbe Spiel mache ich dann auf der anderen Seite der Gabel auch und ziehe dann auch beide Schrauben dort so weit fest, dass das Lager noch gut dreht. Jetzt habe ich hier die Sattelklemme mit dem Schnellspanner genommen, den Hebel aufgemacht und richte die Öffnung der Schelle nach hinten aus, sprich bündig mit dem Schlitz in der Gabel. Und dann nehme ich den Sattel mit der Sattelstütze, die hier schon abgesägt, weil meine Tochter recht klein ist. Bei einem Only One muss man die absägen, bei einem Luxus ist eine zweite Sattelstütze dabei. Und dann führe ich die so ein, dass die vordere Seite nach vorne zeigt. Also Schlitz in der Gabel ist hinten, Sattelspitze zeigt nach vorne, bündig mit dem Reifen ausrichten. Und jetzt drehe ich hier diese Stellschraube im Uhrzeigersinn, bis der Hebel sich relativ schwer umlegen lässt. Dann nochmal prüfen, ob der Sattel sich verdreht oder eben nicht. Und dann seid ihr schon fertig. Unbedingt das Rad nochmal aufpumpen. Der empfohlene Reifendruck steht auf der Reifenflanke. Wir wünschen viel Spaß auf einem Rad. Bis bald bei Quacks.